Mit ungläubigem Blick starrt ihr auf den zuckenden Körper. Nachdem die Miona ihre ritualhaften Anrufungen an Belkelel und ihren Sohn Leftan beendet hat, ist Arkos mit einem Sturmangriff auf sie zugerannt und schnitt ihr mit nur einem Streich den Kopf von den Schultern. Viel zu schnell war es vorbei. Der Kopf rollt noch leicht über die Tempelfliesen und bleibt dann neben dem Altar liegen. Der Körper der Heptarchin zuckt noch leicht, das Leben weicht aus ihr. Fallen Splitterträger also schneller als gedacht? Nach Galotta nun also die Herrscherin Orons. Immer noch dringt das Leuchten von Jalans Amulett zu euch, hüllt euch schützend ein. Arkos zittert, dreht sich ebenso fassungslos um zu seiner Frau Eleonora. Erster Raya 1027, ein schicksalsvoller Tag, der bereits vorangeschritten ist, und so beginnen wir. War's das jetzt? Sind wir zu spät? Wir sind genau zur rechten Zeit, um das Ende von Dimiona zu bewundern. Also, seine Majestät wackelt ja nicht lange, finde ich gut. War einfacher als gedacht. Das war's wirklich. Der Angriff muss mit herausragendem Erfolg verlaufen sein. Ah. Ich meine, wo sind die Dämonenscharen? Ihr Helden der Sonne, die Ritterin. Ah. Ihr habt's also auch geschafft. In der Tat, wenn auch ob eures Erfolges der unsrige wohl unbedeutend war. Ja, es war. Es wirkte fast so, als würden sie es zulassen, als würden wir diesen Palast stürmen. Es gab zwar noch einige Querelen, die wir an den Toren hatten, aber trotz dessen, dass wir uns wieder zurückfallen lassen wollten, standen wir plötzlich hier oben. Die Verteidigung war wohl also doch nicht ganz so erfolgreich, wie wir gedacht hatten. Es leben zwar dort unten noch einige, doch wir haben einige Verluste einstecken müssen, aber gemeinsam mit meiner Rose hier haben wir es dann geschafft. Wir sind gemeinsam in den Palast gestürmt, es gab noch einige andere Ritter der Rose, die hier irgendwo herumlaufen, und ehe wir uns versahen, standen wir vor ihr, so komplett ohne Bedeckung. Sie hat wohl keine Armee oder so etwas mehr, und jetzt... Ich hab's getan. Das ist keine Zeit, mit Feuern zu vergeuden. Wir müssen den Splitter finden und sicherstellen. Ja, er muss hier... Er blickt sich einmal um, und ihr könnt dann immer noch hinter dem Altar sehen, wie dort die versteinerte Shasmanyat aufragt. Sie ist unglaublich groß, eine vielarmige, ja, Schönheit, eine Göttin, ein Dämon. Aber ihr könnt keine Hörner oder so etwas erkennen, die aus dem Kopf hervorwachsen. Wenn überhaupt, wären da die vielen Arme. Ist das also die Tagesherrscherin, die jetzt hier versteinert steht, sitzt, aufpasst? Vielleicht sollten wir dieses Wesen allem sterblichen Einwirken entziehen. Das bereitet mir Unbehagen. Hier sollten es lieber nicht anfassen und einfach einen weiten Bogen drum machen. Und wird sicher, dass es sich hier wirklich um diese Wesenheit handelt und nicht nur um ein Abbild ihr zum Gefallen? Nein. Aber ihr könnt das feststellen, oder? Bin mir ganz sicher. Dieses Wesen hat mich vor ein paar Tagen im Palast überfallen. Mir diese Wunde zugefügt. Nun, vielleicht sollte ich meinen Djinn herbeirufen und ihn bitten, dieses Wesen tief unter die Erde zu bringen, in irgendeine Kaverne, um es wirklich ein für alle Mal jedem Zugriff zu entziehen. Kann man das nicht bannen? Da seid ihr natürlich der Experte, wenn ihr das könnt. Könnte man es analysieren, ob es wirklich richtig versteinert ist oder ob das nur kurzzeitig ist? Mit genügend Zeit müsste das mit Sicherheit möglich sein. Und Zeit ist etwas, das wir gerade nicht haben. Wir müssen verhindern, dass die Mionas Schergen sich des Blüters der Dämonenkrone habhaft machen. Mittlerweile könnt ihr wohl auch aus dem übrigen Palast, in dem ihr gerade steht, naja gut, was heißt Palast, das ist ja eher ein ehemaliges Kloster, was jetzt umgebaut worden ist, könnt ihr trotzdem weitere Schreie hören, die vorher nicht da waren. Sie klingen, als ob es durch viele Echos von vielen Wänden dann abgeschwächt wird, irgendwelche, ja, sphärischen Nachhelle. Klingt so, ja, lustvoll, vielleicht auch ein bisschen schmerzverzerrt, aber viele tausende Schreie, die hier in der Geschichte erklungen sind. Nun, wir sollten uns aufmachen, den Splitter zu suchen. Er muss hier irgendwo sein im Palast.
blicke auf Dimiona hinab. Trug die irgendeine Art von Krone, Diadem, Halskette, sonst was, wo der vielleicht eingearbeitet war? Mhm. Du schaust nochmal an ihrem wunderhübschen Körper und kannst die Seide sehen, wie sie auch wohl ein bisschen verrutscht ist. Kannst da wohl auch auf ihre, auf ihren Schambereich blicken, der da jetzt ebenso frei liegt, auch wenn du da vielleicht gar nicht hingucken möchtest, aber verführerisch ist es trotzdem. Und sie trägt kein Diadem, keine Halskette. Ja gut, doch, so ist ein bisschen verrutscht, aber sehr unscheinbar. Was würdest du sagen? Vielleicht sowas wie ein Silberdiadem, was da jetzt auf ihrem Kopf mal ruhte, aber es sieht nicht niederträchtig aus oder unheilig. Fast unscheinbar hübsch. Darin. Ja, sowas wie ein Rubin. Möchtest du fast meinen. Wunderschön, begehrenswert. Aber nicht unheilbringend wie der Splitter von Agrimod oder wie derjenige von Charybdoroth, den du auch schon gesehen hast. Trete einige Schritte auf ihren Leichnam hinzu. Beug mich so halb hinunter und halte dann das nochmal ein. Richte mich wieder auf. Aber mir, Isarun. Ja? Seht mal hier. Ist es das vielleicht? Es sieht nicht so aus, aber... Das ist ein ziemlich großer Stein. Ich fürchte, ich kann mich gerade nicht auf den Fluss der magischen Kräfte einstimmen. Wie wäre es, wenn wir Kiaras fragen? Er sollte etwas spüren, wenn es wirklich der Herrin der schwarzfaulen Lust gewidmet ist. Ja, ich würde mich zwar ungern so etwas nähern, aber gut. Ja, ich knie mich mal neben Yalan und betrachte dieses Ding mal genauer, ohne auch nur in die Nähe davon zu kommen. Ja, das Diadem selber, wie gesagt, aus Silber gemacht, wundervoll gearbeitet, also von einem herausragenden Handwerker. Aber es gibt keine Strahlung, kein Geflüster, was da irgendwie abgeht. Ich weiß es nicht genau. Nun, Rayas Stimme hier ist sehr leise in diesem Unheiligtum. Ihr wisst, was in der gefallenen Festung passiert ist, ja? Nicht genau. Ihr habt nie wirklich davon geredet. Erleuchtet uns doch, Herr Geweihter. Und als wir gingen, um den Splitter des Witharg halt zu bergen. Nun, zum einen hatten wir alle wohl einen sehr großen Drang, ihn an uns zu nehmen. Und als Ömer ihn dann tatsächlich an sich nahm, schien er einen adversen Effekt auf ihn und seine Gesundheit zu haben. Und wir mussten ihm fast schon den Arm abschlagen, um ihn wegzubekommen. Seid also entsprechend bereit. Und damit fasse ich das Diadem an. Nein, ich halte deine Hand fest. Vielleicht können wir einen kleinen Test vorher machen, vielleicht reagiert es darauf. Um euch herum könnt ihr jetzt erkennen, ihr steht ja wie gesagt in sowas wie einem Tempel, ehemals Raya, mittlerweile Belkelel. Wie wohl geisterhafte Erscheinungen neben euch stehen eher liegen auf so etwas wie Kuscheldecken oder Sitzsäcken bequem. Und ihr könnt sehen, wie sie trotz ihrer geisterhaften Erscheinung nass und schwitzend erscheinen, wie sie ihre Leiber rekeln und aufeinander klatschen, wie sie sich abschlabbern und ihr könnt auch blanke Brüste erkennen oder irrigierte Penisse, die jetzt nach und nach mehr Substanz gewinnen und weniger geisterhaft wirken, weniger illusionär. Dieser Ort braucht dringend einen Exorzismus, aber ja, ich nehme die Flasche von meinem Gürtel mit dem Taf und träufle etwas von der Flüssigkeit auf das Diadem, mal gucken, ob es reagiert. Es passiert nichts. Nun, lass doch mal einen Experten ran. Reihe heiligen Wein. Ich heb das Ding dann auf. Na, nicht! Wenn es will, Abelmir, wir können hier nicht um ein, ich vermute einfach mal, sehr profanes Diadem herumstehen und noch weitere Tests machen. Richtig. Ich würde eine kurze Analyse durchführen. Ja. Wie denn? Ja, dann müsst ihr das doch aber erst einmal von ihm wegtragen. Genau. Berührst du das Diadem oder den Splitter? Das Diadem. Wir sind ja vorsichtig. Ja, also ja, wie gesagt, das Silber, verschiedene Ketten, die davon abführen und kannst dann sehen, wie das ziemlich schwer dann auch herunterbaumelt.
viele weitere ja, Edelsteine eingearbeitet, aber dieser große zentrale rote in der Mitte, der da besonders verführerisch funkelt, der wird wohl am schwersten sein und natürlich auch am wertvollsten. Das Auge des Paragas müsste sich im Übrigen mittlerweile verflüchtigen. Ich sage mal im Sinne der Dramatik genau jetzt. Nun, wo ist denn diese Kiste, die wir extra angeschafft haben für den Splitter? Die haben wir draußen gelassen beim Heer. Das war sehr clever. Ein Sack, hier muss doch irgendwo einer rumliegen. Du schaust dich um, kannst dann sehen, wie wohl jemand dir seinen blanken Arsch entgegenstreckt. Ein Mann wohl, du kannst dann noch den Hoden sehen, wie der da runterhängt und wie er dir den Arsch entgegenstreckt. Er hat wohl auch eine Reitgerte in der Hand und schlägt sich damit selber in die, auf den Arsch und fleht dich an, dass du ihn nimmst. Kann ich ihn treten? Du kannst natürlich dann mit dem Diadem aufstehen und versuchen, nach dieser geisterhaften Erscheinung zu treten, aber du wirst erkennen, dass wohl nichts passiert und dass er gar nicht da ist. Ah, Verfluchte. Hört euch das an. Sag mal, Herr Geode, könnt ihr auch diese Geister bannen? Ja, ich kann Geister bannen, allerdings ist das nicht mein Haupthandwerk. Ich kann es versuchen, aber ich bin nicht besonders gut darin. Mit Sicherheit besser als ich. Die Geister der Toten mit Magie zu verbannen, sollte man stets mit Bedacht ausüben. Worum gefällt dies nicht? Habt ihr gerade einen Boroni dabei? Eben. Habt ihr gerade einen Boroni in eurer Tasche? Wie auch immer. Ich halte das hier dem auf Armlänge von mir weg. Magister Abelmir, wenn ihr hier, doch... Ich hab einen Beutel. Ich nehme einfach meinen Geldbeutel, kipp die paar Münzen, die da drin sind, lose in meine Tasche und halte den offenen Beutel hin. Und wartet vielleicht noch einen Moment. Wenn der Magister seine Analyse durchführen möchte, ist jetzt wohl der Moment gekommen. In der Tat würde ich mir den Stein gerne angucken. Ich verstehe ja etwas von Edelsteinen, also... Solange du mich nicht stört, ist alles gut. Nein. Ich sehe derweil ab und zu intensiv nach, ob mein Arm sich irgendwie rot verfärbt oder so. Also der schwarze. Ich konzentriere mich auf diesen Stein halt. Und etwa nach etwa kurzer Zeit, etwa 5 Minuten, spreche ich den Zauber. Analyse Arkanstruktur. Enthülle mir die Magienatur. Lass mir auf die Zeit. Ich würde derweil eine ganz profane Gesteinskundeprobe würfeln. 21 Punkte, holla die Waldfee. Das dauert aber auch 10 Minuten. 5. Ja, Ode Makano ist natürlich trotzdem vorher hilfreich. Ja, ich wollte wohl nicht blind werden, falls der Okay-Splitter ist. Ja, die Analyse-Schwierigkeit beträgt 45 Punkte und wenn du das Ganze... intensiv bestimmen möchtest, dann ist das um 39 Punkte erleichtert. Naja gut, also du merkst auf alle Fälle, dass es hier von einer dämonisch-belkelischen Ebene, die ist nicht zurückzuhalten, also das merkst du auf alle Fälle und bei einem ZFP kannst du auch auf alle Fälle erkennen, dass hier der Einfluss, Zauber und auch Herrschaft in diesen Splitter gebunden ist und ja, du merkst wohl auch, wie es eine magische Verführung gibt, die jetzt aus diesem Splitter wirkt und allein die Betrachtung des Splitters führt zu Verführung. Ja, nach und nach klärt sich mir mein Blick und meine Herren, Damen, ich glaube, wir haben den Splitter gefunden. Das ist schon ein sehr hübscher Stein, findet ihr nicht? Hier ja. Rein in den Beutel mit dem Ding, einfach hier rein. Was? Oh, natürlich. Jeden Moment, gib mir nur noch eine Sekunde. Er ist wirklich sehr schön. So, Keras, stopf den Beutel rüber. Meines sah ich selten. Ja, ich stopf den Beutel da schnell drüber und mach den schnell zu und gebe dem Zwerg dann noch eine Ohrfeige. Hey! Kommt wieder zu euch, also wirklich. Markus derweil ist an den großen Altar getreten, neben dem dann jetzt auch seine Schwester liegt. Und betrachtet da wohl dann die verschiedenen Opfergaben, also auch jetzt abgeschnittene, erigierte Penisse, hoffentlich von Tieren,
aber eben auch Menschenhaut, die da eben geopfert wurde und irgendwelche verlockenden Düfte. Allerdings gibt es auch sowas wie Farben, die hier angeordnet worden sind, so dass sie nicht zueinander passen und dann besonders verstörend wirken. Also Hauptsache ist es irgendwie kakophonisch oder es passt nicht zusammen. Und auch noch weitere Klänge hören, die euch zumindest nicht beeinflussen, nicht magisch. Der Harmoniesegen wirkt ja immer noch, aber kakophonisch hören könnt ihr es trotzdem noch. Und ja, das Gestöhne von den geisterhaften Figuren geht auch weiter. Ihr könnt auch sehen, wie dann verschiedene Sklaven, vor allem männliche, dann auch geschlagen werden und ihnen dann die Haut abgezogen wird. Also diese Bilder, die sich jetzt in den vergangenen Jahren hier zugetragen haben, die jetzt noch einmal nachhallen nach dem Tod von Dmiona von Zorga. Und auch sehen, wie sich einige Leute dann so sehr küssen, dass ihre Lippen wund sind, dass sie auch bluten und aufplatzen. Also es ist echt ein groteskes Bild, widerlich, widerwärtig. Und auch einige Tiere erkennt, die dabei beteiligt sind. Auch einige, ja, mal macht es mehr Sinn, mal macht es weniger Sinn. Könnt dann auch über euch erkennen, wie in den Decken jetzt große Spinnen sitzen, was auch immer die damit zu tun haben. Aber hier wird jeder Perversion wird hier dann auch stattgegeben. Wird dann auch eine geisterhafte Person erkennen. Ihr wisst nicht mal, ob sie männlich oder weiblich ist. Vielleicht ist es ein Zwitter, der sich hier gerade erhängt und stranguliert, wie jemand an ihn herantritt, ebenso sehr geisterhaft ihn versucht zu erlösen und wie er oder sie dann auch versucht zu flehen, er möge doch bitte weiter hängen. Ja, da können wir jetzt bitte gehen. Der Anblick von dieser Leiche hier dreht mir den Magen um. Nun, und der Rest auch, aber... Wir wollten ja doch schauen, was wir mit der Chasmaniat machen. Und dann zügig. Je weniger Zeit wir hier verbringen, die ist versteinert, die lassen wir einfach hier stehen. Die wird sich sicher nicht bewegen, die ist Stein. Karinor! Ihr könnt erstmal rausgehen. Ihr müsst das nicht mit ansehen. Wir können das auch alleine erledigen. Sorgt dafür, dass der Rest des Geländes gesäubert wird. Wir sind direkt hinter euch. Ich werde euch begleiten. Ihr könnt auch sehen, wie Eleonora, der Schar, beziehungsweise der Königin, auch so ein bisschen schlecht ist und sie sich dann, Kiaras anschließt, wenn er dann nach draußen geht. Ja, begleitet mich. Ich werde auf euch auch Acht geben. Keine Sorge. Danke. Gehen wir nach draußen zu den Truppen? Ja, sammeln wir sie und dann... Ja, lass uns rausgehen. Also, Zwerg, dann waltet eure Samtes. Aber ich hab euch im Auge. Ja. Sag mal, ihr Menschen, ist das normal bei euch? Oder, also, wir Zwerge leben uns anders. Ich hab zwar selbst noch keine Frau, aber... Das ist gewiss nicht normal. Okay, ich wollte ja nur fragen. Interessiert mich ja schon, wie ihr Menschlinge das macht. Lasst euch doch, wenn wir in Zorgern sind, von Karinor mal eine Erklärstunde geben. Das Tier mit den zwei Rücken. Anstatt euch eure Bildung... Sieht das eher aus, als hätte es 5 oder 6 Rücken, aber... Ja. Also! Macht ihr jetzt mal was? Ja. Ich würde dann an meinen Schlangenring greifen, mich konzentrieren und den Ofen, den ich das letzte Mal hier gebunden habe. Wäre dann wieder eine entsprechende Probe. Ich gerade noch mal kurz auf die Erschwernisse gucken. Da er ja schon gebunden ist, muss ich ihn nicht mehr herbeirufen, aber... Musst du jetzt noch mal eine Kontrollprobe machen? Ja, eine Kontrollprobe muss ich noch mal machen. Ach, muss man die für jeden Befehl abgeben, oder? Ja, genau. Ich muss dir einen neuen Befehl sprechen. Dementsprechend muss ich gerade noch mal gucken, was ich hier hatte. Ich meine, das waren... Hier. Erleichterung von 2, 4... Gut, okay. Also... Kontrollprobe würfel ich auf. So. Ne, die Praios-Liturgie ist nicht mehr im Laufen, ansonsten hätte das hier wenig Sinn, den noch zu rufen. Also. Genau, wir hatten auch festgestellt, dass die Jinnen nicht vertrieben wurden, sondern nur inaktiv gemacht werden. Können also nicht rausgelöst werden.
Tatsächlich, die Djinne an sich fühlen sich nur unwohl. Aber sie werden nicht aus dem Artefakt getrieben. Das war das Wichtige, was wir noch festgestellt haben. Also ist dieser Feuer-Djinn jetzt auch noch knatschig? Ja, vermutlich. Ja, Abelmir, also das Abelmir ist das Problem, nicht unser. Abelmir, 1W6 Feuerschaden an deinem Ringfinger. Okay. Also ich habe insgesamt eine 6er Erleichterung für die Kontrollprobe. Ich würfel auf die 13. Gibt es irgendwelche Erschwernisse aufgrund des Ortes, an dem wir uns gegenwärtig befinden? Der Djinn hat erstmal keine Lust, auch wenn du seinen Namen kennst, dass er dir zuhört, sondern er wird sich sofort auf das Unheiligtum stürzen. Vermutlich die Madra Estra bzw. Shasmanyat. Da wird ja. Rohrk nur nicht wirklich zuhören, dass du da irgendwie was von ihm willst, sondern versuchen, das zu vernichten. Gut. Ich drehe 2 Schritte zurück. Notfalls musst du ihn mit Gewalt kontrollieren. Jetzt ist der Moment. Ja, mal gucken. Also, wie gesagt, die Erleichterung von 6. Würfel auf die 13. Vielleicht klappt's ja. Also die entsprechende Schwierigkeit wird natürlich trotzdem da sein. Ja. Ja, was wäre denn dein Befehl? Schaff sie fort, sodass kein Lebender je wieder gewahr wird. Ja, du kannst sehen, wie du deinen Ring, deinen Schlangenring so ein bisschen streichelst, schüttelst und dann einige Steinbrocken daraus fallen, sich lösen, so ein bisschen sandig. Und der Sand sich dann zu dem dir bekannten Djinn formt, die bekannten Proportionen annimmt und ohne dass er dir zuhört, wird er sich umblicken, umsehen und grau aufleuchten, in einem grauen, fahlen Licht schimmern und sich dann in seiner Sturhaut auch direkt auf das größte und gefährlichste Wesen stürzen, was er hier sieht. Und ja, das ist tatsächlich in diesem Fall Madra Estra. Könnt sehen, wie es als erstes anfängt mit einem Archosphero. Aber ihr solltet genug Abstand haben. Arkos ist mittlerweile auch zu euch gewichen von dem Altar weg. Der Altar wird dann ebenso zersplittern und zerspringen, sodass jetzt diese geopferten Genitalien oder die Menschen heute dann hier blutig durch den Raum gesprengt werden und dann wird Rorak nur gemeinsam mit Madra Estra durch den Steinboden in den Untergrund sinken. Das Problem hätten wir geklärt. Ich würde ja fragen, ob es nötig war, eine solche Art von Zauber in den Raum zu werfen. Das Einzige, was vernichtet wurde, war ein Unheiligtum. Wir können uns also wohl eher glücklich schätzen. Ja. Das war wilder als erwartet. Naja. Oraknur. Was bedeutet dieser Name wohl? Das zu erklären würde viel zu viel von eurer kostbaren Zeit dauern. Verschwinden Namen der Elementare, gerade von Erzelementaren zu erklären. Nun, dafür muss man schon Zwerg sein und eine gewisse Zeit mitbringen. Ich bin mir sicher, eines Tages werdet ihr die Zeit finden, ob ich will oder nicht. Selbstverständlich, wenn ihr wollt. Umso besser, wenn nicht, wird mir auch schon etwas. Aber, wir sollten uns jetzt Kiaras anschließen. Er ist sicherlich nicht allzu erpicht darauf, dass wir länger als nötig hier verweilen. Dennoch ist es notwendig, dass wir erst einmal den Palast oder Tempel oder was auch immer das hier ist, besichtigen und sicher gehen, dass hier niemand sonst auf uns lauert oder Artefakte hier gelagert werden, die gefährlich sind oder geraubte heilige Artefakte. Wir sollten ihn komplett niederbrennen. Ich stimme aber mir zu. Ja, mit Sicherheit, perspektivisch, aber dennoch denke ich, dass es klug ist, erst einmal zu sehen, was genau hier drin ist und was vielleicht gerettet werden kann. Wisst ihr, was das letzte Mal passiert ist, als wir nachgesehen haben, was genau irgendwo drin war? Wir haben interessante Bitte? Sachen gefunden, das ist richtig. Ich muss meinen Vorschlag vielleicht noch einmal überdenken. Interessant ist also eure Ausdrucksweise dafür, ja? Vom magischen Standpunkt sicherlich. Moralisch nun ja. Aber mir, du hast doch einen Feuer-Djinn gebunden. Jetzt das wäre ist richtig. Der perfekte Zeitpunkt, ihn freizulassen, um all dies hier niederzubrennen. Feuer reinigt. Das ist eine der großen Fähigkeiten dieses Elementes. Ja, und was, wenn hier noch irgendwelche Sklaven drin sind? Das ist ein wichtiger Stichpunkt. Wir sollten vorher nachgucken, ob sich unsere Fundsachen hier noch herumtreiben.
So, so. Aber nicht. Und Sachen. Aber nichts anfassen, was böse ist. Natürlich nicht. Ich bin nicht. Euer Gnaden, Okurian. Er neigt dazu, Sachen anzufassen. Ach so. Und wollt ihr wohl. Das hätte ich nicht von euch erwartet, Okurian. Bitte wie? Ich dachte, ihr wärt der Vernünftige, der nicht irgendwie die gefährlichen Sachen anfasst, aber dann habe ich euch vollkommen falsch eingeschätzt. Entschiedenes Handeln ist manchmal notwendig. Magistra, nehmt euch ein Zwerg, schaut, ob ihr Überlebende findet, die es wert sind, nicht dem Schwert übereignet zu werden. Ich werde Magister Arvel mir dabei begleiten, wie wir die örtlichen Hundsachen, wie er so sagt, besichtigen und er dabei nichts Gefährliches anfasst. Ja, während Kiaras gerade mit dem Splitter in seinem größeren Geldbeutel gerade auf dem Weg ist nach draußen, an deiner Seite dann auch die Königin, kannst du wohl die langen Flure und Gänge dann wieder zurück zum Vestibul schreiten, zurück zum Gartensaal und bevor du dort ankommst in der Empfangshalle, siehst du wohl zu deiner Rechten eine Tür, die geöffnet ist, doppelflügelig und dort in einem Speisesaal angebunden eine Frau liegt, die jetzt mittlerweile ja auch reden und schreien kann und sie sieht dich an, sie ist wohl festgebunden auf den Speisetisch, links und rechts ihre Arme dann festgekettet und du siehst, wie sie dort vollkommen nackt liegt und wohl einige Schnittwunden in ihrem Oberkörper klaffen, also schöne quadratische Stücke aus Haut, die da rausgeschnitten worden sind und neben ihr liegt wohl auch noch ein Apfel, der eine abgebissene Stelle aufweist. Da hat sie wohl gerade ausgespuckt und sie schreit: Helft mir! Helft mir bitte! Euer Gnaden! Ich gucke zwischen ihr und der Sultana hin und her. Ich kann die schlecht einfach stehen lassen. Sehe ich irgendwo schon Truppen von uns, die zugegen sind, oder sind wir hier alleine? Wenn du einmal durch den Speisesaal hindurch guckst, da kannst du dann drei ziemlich große Panoramafenster erkennen, die dann auch verglast sind. Und du siehst, wie dort viele der Kriegerinnen und der Rosenritter im Innensaal gerade die Mauer verstärkt halten und wohl auch die anderen beiden Gebäudeteile da gerade erobern oder das versuchen zu erobern. Also die Kämpfe sind gerade ziemlich am Abflauen und du kannst auch die ersten 5, 6 Ritter und Kriegerinnen erkennen, die dann in Richtung des Eingangssaales gehen. Ich demonstriere das gerade mal. Hier ungefähr ist der Speisesaal. Und wenn du dann hier von diesem Tempel dann hier die Eingangshalle entlang gekommen bist, kannst du dann hier in diesem großen Speisesaal kannst du dann erkennen, wie sie dann hier irgendwie angekettet liegt. Und hier durch diese Fenster hindurch kannst du dann auf diesen Innenhof gucken. Verstehe. Euer Majestät, wenn ihr erlaubt, wir müssen ihr helfen. Mir ist noch etwas flau, dann macht. Natürlich. Bitte bleibt in meinem Sichtfeld und haltet euch hinter mir, falls ihr irgendwo Gefahren lauern.